Hallo Community, hier ist Matthias vom Trader Online Video Team. Heute stelle ich euch mein Deck, welches ich gegen Julian spiele, vor. Absahn Wölfe. Viel Spaß dabei! Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Deck mit dem schönen Wolfsthema. Und dabei wollen wir natürlich mal erstmal ganz unten in der Mana-Kurve anfangen. Und zwar spiele ich dreimal die goldene Gans. Ist für ein Mana 0-2 Flieger und wenn sie ins Spiel kommt, erzeugt sie uns einen Speisespielstein. Und für zwei Mana tappen können wir noch einen weiteren Speisespielstein erstellen. Und für sie tappen und eine Speise opfern, können wir ein Mana beliebiger Farbe erzeugen. Das soll uns einfach helfen, früh zu rampen und dann möglichst auch schon früher unsere großen bösen Wölfe zu spielen. Was uns dabei natürlich auch noch hilft, dann auf Mana Stufe 2 ist dann die Paradiesdruidin. Für 2 Mana kann sie getappt werden und dann erzeugt sie uns ein Mana beliebiger Farbe, ist 2-1. Und sie hat Fluchsicherheit, solange sie ungetappt ist. Das hilft uns auch, weil normalerweise fängt unsere Mana-Kurve so, also mit den guten Kreaturen, bei 4 an. Das heißt, wenn wir sie Turn 2 spielen, können wir Turn 3 anfangen, unsere Kreaturen zu legen. Davon spiele ich dann natürlich 4 und da sie Fluchsicherheit, wenn sie ungetappt ist, kann sie auch nicht so einfach direkt vom Spielfeld genommen werden. Das heißt, wir haben eigentlich den sicheren Ramp, den wir haben wollen. Um unsere Kreaturen früh zu finden, womöglich auch dann schon, um in unserer ersten Runde eine Gans zu legen, spiele ich 4-mal Es war einmal. Die ist einfach, erstmal, sie macht für 2 Mana, sie ist ein Spontanzauber. Und wenn es der erste Spruch ist, den wir in dieser Partie wirken, können wir ihn wirken, ohne unsere Mana-Kosten zu bezahlen. Und dann können wir uns die obersten 5 Karten unserer Bibliothek angucken und davon eine Kreatur- oder Länderkarte offen vorzeigen und auf die Hand nehmen. Und der Rest kommt in zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek. Das hilft uns einfach, wenn wir Runde 1 sehen, wir haben nur 1 oder 2 Länder auf der Hand, können, und aber davon einen von denen können wir vielleicht die Hand trotzdem halten, weil wir den gratis spielen können und uns noch Land raussuchen können. Oder wir finden damit vielleicht schnell eine goldene Gans oder einen Paradiesdruiden, der uns dann hilft, nochmal wieder zu rampen. Und im Late Game, also spät im Spiel, hilft uns also einfach nochmal gute Kreaturen zu finden, damit wir nicht auf unser Top-Deck angewiesen sind. Dann ebenfalls für 2 Mana habe ich ein bisschen Removal, nämlich 2-mal die Trophäe der Meuchlerin. Für ein schwarzes und ein grünes als Spontanzauber zerstören wir eine bleibende Karte unserer Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Und dann darf er sich ein Standardland aus der Bibliothek suchen und ins Spiel bringen. Es ist einfach sehr gut, da wir damit so gut wie jede Bedrohung vom Gegner einfach zerstören können, für wenig Mana. Wir helfen dem Gegner da zwar ein bisschen mit seinem Mana, aber dafür kostet uns der Spruch auch nur 2 Mana und deswegen finde ich, das ist eigentlich ein sehr guter Removal. Dann kommen wir für 3 Mana, habe ich 2-mal die Gefängniswelt als Verzauberung und wenn sie ins Spiel kommt, können wir eine Kreatur oder einen Planeswalker unserer Wahl, die einen Gegner kontrolliert, ins Exil schicken, bis die Gefängniswelt das Spiel verlässt. Und wenn sie ins Spiel kommt, wenden wir Hellsicht 1 an. Das hilft uns gegen Planeswalker oder Kreaturenbedrohungen gut klarzukommen. Für 3 Mana haben wir dann aber auch nochmal den Hellsicht 1 Effekt, um uns die oberste Karte unseres Decks anzugucken und uns entscheiden, ob wir die oben liegen lassen oder unten drunter legen können. Das hilft uns auch nochmal ein bisschen zu filtern und wir haben halt auch eine Gefahr vom Gegner damit erstmal zunichte gemacht. So, dann habe ich auch auf der 3 4-mal die gerissene Jägerin. Für 3 Mana haben wir einen 3-3er. Und immer wenn sie angreift oder blockt, kreieren wir einen Speisespielstein. Und sie hat die Fähigkeit, wenn wir sie opfern, wenn wir 2 Speisen opfern, nicht sie opfern, dann ziehen wir eine Karte. Das hilft uns, da wir generell so ein bisschen gerne auch mit Speisespielstein spielen, mehr davon zu erzeugen. Und im späteren Spielverlauf oder vielleicht auch ein bisschen früher können wir noch mal ein bisschen Karten ziehen. Und wie jeder weiß, Karten ziehen gewinnt auch gerne mal Spiele. Dann wollen wir aber auch endlich mal zum eigentlichen Deckthema kommen, nämlich zu den ganzen Wölfen. Da fangen wir bei 4 Mana an mit 4-mal dem bösen Wolf. Kostet 2 Grüne und 2 ist 3-3 und wenn er ins Spiel kommt, kämpft er gegen eine Kreatur unserer Wahl, die wir nicht kontrollieren. Zusätzlich hat er aber auch die Fähigkeit, dass wenn wir eine Speise opfern, können wir eine 1-1-Marke auf ihn legen und dann erhält er Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Wir müssen ihn dafür aber dann noch tappen. Das Tappen ist in dem Fall am Ende geschrieben, das heißt, es ist keine Bedingung dafür, dass wir diese Fähigkeit benutzen können, sondern das ist einfach nur ein zusätzlicher Effekt.
Das heißt, wenn er reinkommt, können wir ihn gegen eine Kreatur kämpfen lassen vom Gegner, sagen wir, sie ist 4-4. Und dann in Response auf diesen Kampf können wir noch eine Speise opfern und dann wird er 4-4 und unzerstörbar und kämpft dann erst gegen die Kreatur. Das hilft uns sehr gut, größere Bedrohungen vom Gegner zu zerstören und gleichzeitig noch selber eine Kreatur zu haben. Und wenn wir natürlich weitere Speisen haben, können wir ihm immer wieder Unzerstörbarkeit geben und immer größer werden lassen. Dann ebenfalls für 4 Mana auch wieder ein Wolf, und zwar der Nachtrudel-Laura. Ist für 4 Mana 4-4 und hat Aufblitzen, das heißt, wir können ihn zu jedem Zeitpunkt spielen, zu dem wir auch einen Spontanzauber spielen können. Und er sagt, andere Wölfe, die wir kontrollieren, erhalten +1/+1. Und zu Beginn unseres Endsegments und falls wir in diesem Zug keinen Zauber gewirkt haben, erzeugen wir noch einen zusätzlichen 2-2 grünen Wolf-Kreaturen-Spielstand. Der hilft uns einfach, er ist eine Überraschung für die Gegner, verstärkt alle unsere Kreaturen, die wir kontrollieren, also fast alle Kreaturen, die wir kontrollieren, und kann zusätzlich, wenn wir im späteren Spielverlauf nichts mehr zum Spielen haben, immer wieder Wölfe kreieren. So, dann aber auch mal zu einem Herzstück des Decks, nämlich zu Tolsimir, Freund der Wölfe, selber kein Wolf, aber für 5 Mana ist er ein 3-3er. Und wenn er ins Spiel kommt, erzeugen wir einen Wolfsspielstein namens Voja, Freund der Elfen. Er ist legendär und 3-3. Und er sagt, immer wenn ein Wolf das Spielfeld unter unserer Kontrolle betritt, kriegen wir 3 Leben. Und dann können wir diesen Wolf gegen bis zu einer Kreatur kämpfen lassen. Das hilft uns, das ist immer wieder Removal. Also wir können unsere Wölfe einfach direkt auf den Gegner werfen und kriegen Leben dafür. Und wenn wir das natürlich in Kombination mit dem Nachtrudel-Laura liegen haben, erzeugen wir uns unendlich Wölfe, die wir sofort wieder irgendwo hinschmeißen können. Wir kriegen immer wieder Leben und das hilft uns später zu stabilisieren, falls wir wenig Leben haben, oder einfach sofort jede Bedrohung vom Gegner zu zerstören. So, dann habe ich noch für 6 Mana. Das ist auch so mit der Grund, warum wir jetzt schwarz splashen. Den Garruk, den verfluchten Jäger. Für 6 Mana ein legendärer Planeswalker Garruk. Kommt mit 5 Loyalitätsmarken rein und sagt erstmal, er hat keine Plusfähigkeit, aber er sagt, für 0 erzeugt er 2 schwarze und grüne Wolf-Kreaturen-Spielsteine. Die, wenn sie sterben, legen wir auf jeden Garruk-Planeswalker, den wir kontrollieren, eine Loyalitätsmarke. Das heißt, er erlaubt uns, jede Runde 2 Wölfe zu kreieren, die, wenn sie sterben, Garruk noch wieder verstärken. Für -3 zerstören wir eine Kreatur unserer Wahl und dann ziehen wir eine Karte. Und für -6, ist gar nicht so weit entfernt von dem 5, mit dem er startet, kriegen wir ein Emblem, das sagt, Kreaturen, die wir kontrollieren, haben +3/+3 und verursachen Trampelschaden. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut in Kombination mit unserem Tolsimir, da auch die Wölfe seine zweite Fähigkeit triggern. Das heißt, wir kriegen 3 Leben für jeden Wolf, der reinkommt, also 6. Und wir können diese Wölfe direkt gegen etwas kämpfen lassen. Wenn es der Board State gerade erlaubt, können wir die Kreaturen auch direkt gegen irgendwas kämpfen lassen, wogegen sie sterben. Das heißt, Garruk würde sofort 2 Marken kriegen, auf 7 gehen. Und wir haben die Möglichkeit, ihm direkt danach in der Runde die -6 Fähigkeit zu geben und alle unsere Kreaturen für den Rest des Spiels zu verstärken. Und an sich ist er halt noch sehr gutes Removal, damit wir ihm auch noch eine beliebige Kreatur zerstören können und eine Karte ziehen können. Und dann zum Abschluss habe ich noch für 9 Mana den großen Steinkreis. Das ist ein legendäres Artefakt und das sagt, es kostet beim Wirken x weniger, wobei x gleich die höchste Stärke an Kreaturen ist, die wir kontrollieren. Und wir können es tappen, um 2 grüne Mana zu erzeugen und wir erhalten 2 Lebenspunkte dazu. Und immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, legen wir eine +1/+1-Marke darauf und dann ziehen wir eine Karte. Das hilft uns einfach, wenn wir schon eine starke Kreatur liegen haben, das Ding natürlich früh rauszubekommen. Es gibt uns jede Runde 2 Leben und es gibt uns auch 2 Mana, aber das Wichtige dabei ist eigentlich, dass wir für jede Kreatur, die wir spielen, noch eine Karte nachziehen können und die Kreatur kommt mit einer Marke rein. Das kann einfach, vor allem im späteren Spielverlauf, wenn wir gerade keine Handkarten mehr haben, uns immer wieder Card Draw geben. Wunderbar. So, dann kommen wir mal zur Mana Base.
Zuerst habe ich ein paar Standardländer, nicht so viele. Und zwar spiele ich genau 4 Wälder, einen Sumpf und eine Ebene. Der Grund, warum wir mindestens eine Ebene und einen Sumpf spielen sollten, ist, weil wir außerdem 4-mal den sagenumwogenen Durchgang spielen. Der erlaubt uns, wenn wir tappen und opfern, können wir unsere Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen und ein Spiel getappt ins Spiel bringen. Und wenn wir dann 4 oder mehr Länder kontrollieren, tappen wir das Land. Und das ist der Grund, warum wir mindestens eine Ebene und einen Sumpf spielen sollten, dass wir, falls wir diese Farbe gerade brauchen, auch die tatsächlich damit raussuchen können. Dann habe ich 4-mal gottlosen Schrein, kommt getappt ins Spiel, außer wir bezahlen 2 Lebenspunkte und macht uns weißes oder schwarzes Mana. Dann 4-mal Tempelgarten, kommt auch ungetappt ins Spiel, wenn wir 2 Leben bezahlen und gibt uns ein grünes oder ein weißes Mana. Dann 4-mal die überwachsene Grabstätte, kommt auch ungetappt ins Spiel, wenn wir 2 Leben bezahlen und macht uns schwarzes oder grünes Mana. Und zu guter Letzt spiele ich noch 2-mal das Schloss Locktrain. Es kommt ungetappt ins Spiel, wenn wir einen Sumpf kontrollieren. Und wir können es tappen, um ein schwarzes Mana zu erzeugen. Und wenn wir 3 Mana bezahlen und es tappen, ziehen wir eine Karte und verlieren dann nochmal so viel Leben, wie wir Karten dann auf der Hand haben. Das kann uns helfen, wenn unsere Hand leer ist, dass wir einfach nochmal eine zusätzliche Karte ziehen können für einen Lebenspunkt. Und das ist eigentlich schon eine recht starke Fähigkeit. Gerade im Late Game, wenn wir sowieso keine Hand mehr haben. Ein Sideboard habe ich dafür leider noch nicht fertig, aber schreibt mir doch auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr bei dem Deck ins Sideboard packen würdet. Und dann würde ich mich auf jeden Fall verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!